Meine Depression. Was übrigens ein riesiger Punkt ist, warum ich diese Videos mache. Ich mache diese Videos, damit Menschen, die sich so schlecht fühlen wie ich, kurz auf dem Handy swipen, sehen mein Video, haha, lachen 20 Sekunden. Selbst wenn du 20 Sekunden lachst, wenn du Depression hast, fühlst du dich ein Stück oder zumindest einen kurzen Moment besser. Und deswegen liebe ich es, Leute zum Lachen zu bringen. Ich liebe diesen Job, den ich machen kann. Ich habe Depressionen und das schon seit bestimmt 10 Jahren und zwar gar nicht mal so einfach und darüber möchte ich heute mal sprechen. Und ich mache das auf meine Weise und ich will nicht hören, du ziehst das ja voll ins Lächerliche. Jeder hat seine eigene Art, damit umzugehen und für mich ist es Humor. Ich mache mich über meine Depression lustig, ich sabbel nur Scheiße und das ist der Weg, wie ich das so ein bisschen verarbeiten kann. Bei mir kam das alles hoch so mit 18, also ich hatte eine sehr, sehr bescheidene Kindheit, will ich mal sagen. Da sind viele Sachen vorgefallen, da möchte ich aber gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall kam es, als ich 19 Jahre alt war, hoch. Da hatte ich nämlich einen Chef, der hat mich wie Scheiße behandelt. Und dann ging's los. Ich hatte jeden Tag Bauchschmerzen. Mir ging's scheiße. Ich hatte keine Motivation aufzustehen. Ich konnte gar nichts machen. Ich lag da und dachte nur so, scheiße. Ich habe keine Kraft. Ich konnte nicht aufstehen. Ich habe mich auch selbst verletzt damals, weil ich mit dem ganzen Druck und dem Stress nicht klarkam. Ich habe schlimme Gedanken gehabt. Sehr, sehr schlimme Gedanken. Das kann man sich gar nicht ausmalen. Ich denke mir, warum zur Hölle bist du noch auf dieser Welt? Habe ich weiter die Ausbildung durchgezogen, weil ich Todesdruck bekommen habe von allen Seiten. Du musst das machen. Du musst dies machen. Du musst das machen. Du musst das schaffen. Dann hatte ich nach einiger Zeit ein Magengeschwür. Ich hatte so eine Unterleibsschmerzen und ich musste jeden Morgen hatte ich Durchfall. Kann man einfach mal so sagen, alles habe ich voll geschissen und es ging mir richtig kacke. Dann habe ich meinem Körper so ein paar Monate Pause gegönnt und habe ein bisschen nebenbei bei Familie am Getränkemarkt gearbeitet, aber es ist einfach nicht besser geworden. Ich habe mich leer gefühlt. Ich habe in den Spiegel geguckt und ich dachte, hä? Wer ist das? Und ich rede jetzt so halb positiv drüber, weil ich das echt gut verarbeitet habe. Auf jeden Fall war mein logischer Schritt, den ich selber Auf jeden Fall war mein logischer Schritt, ich muss mir Hilfe suchen. Ich bin zur Therapie gegangen. Habe ich auch gemacht. War ich auch sogar ein paar Jahre. Und diese Frau, der habe ich so viel zu verdanken, weil die hat mich wieder aufgebaut. Die hat meine ganzen Sachen verarbeitet, hat Sachen rausgefunden, die ich selber nicht mehr wusste, mit meiner Hilfe. Das war geisteskrank. Heutzutage bin ich so weit, dass ich habe depressive Episoden jetzt nur noch. Das heißt, ich stehe auf und habe einen richtig beschissenen Tag. Manchmal auch 2, 3, 4 Tage. So, da gehe ich auch nicht duschen. Das ist mir scheißegal. Ich stink nach Mettwurst. Ist egal. Ich habe keine Kraft zu duschen. Ich möchte in meinem Bett liegen und ich möchte irgendwas swipen oder auf dem Handy gucken, um mich von meinem eigenen Leben einfach nur abzulenken. Das habe ich. Und damit muss ich jetzt auch klarkommen und damit muss ich auch leben. Aber ich komme da immer eigenständig wieder raus. Bis jetzt. Zum Glück. Ich habe ein besonderes Talent. Wobei Talent ist ja meistens was Gutes. Aber es ist eigentlich nichts Gutes, denn ich kann, egal wie schlecht es mir geht, so tun, als würde es mir gut gehen. Ich setze einfach eine Maske auf, ich lächle den ganzen Tag. Alle Leute denken, Mensch, was ist das für ein glücklicher und freundlicher Mensch? Aber dahinter, boah, da heulen meine Augen aber. Ich möchte gar nicht sagen, sucht euch Hilfe. Vielleicht schafft ihr das auch selber. Aber ich kann euch sagen, dass ich habe mir Hilfe gesucht und das hat mir so geholfen, im Leben voranzukommen. Und man entdeckt sich auch selber und man steigert sein Selbstbewusstsein. Und ich habe alles durch die Therapie gesteigert. Nicht nur die Depression behandelt, sondern es wurde einfach alles besser. Also das war echt schwer. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich das da durchschaffe.